im ersten Teil meines Mai-Lesemonats habe ich so einige Hype-Bücher gelesen. Und wenn euch interessiert, welche das sind, dann bleibt dran. Dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es wird heute um den ersten Teil meines Lesemonats Mai gehen. Ich werde das Video jetzt immer ein bisschen splitten, weil ich momentan so ein Lesepensum habe, dass mich das Video drehen wirklich stresst. Ich komme mit diesen vielen Rezensionen und mit diesem unendlich langen Lesemonat einfach nicht mehr hinterher. Und da drehe ich lieber mehrere kürzere und ja, kann dann zu den einzelnen Titeln mehr erzählen. Ich verlinke alle Bücher in der Infobox mit entsprechenden Link und werde auch entsprechend die Minuten mit dazu schreiben, damit ihr gegebenenfalls, weil ich lese ja sehr breit gefächert, damit ihr wirklich zu den Büchern hüpfen könnt, die euch interessieren. Ja, ich fange jetzt mal direkt mit dem ersten Titel an. Also ich habe auch keine Reihenfolge, ich habe mir einfach den Stapel geschnappt und erzähle so lange, wie ich lustig bin. Und zwar habe ich jetzt gerade beendet von Rachel Higginson, The Opposite of You. Und ja, ich bin momentan in so einer kleinen Lux-Suchtphase, weil die momentan einen Liebesroman nach dem anderen raushauen, der mir echt gefällt und ich auch das Gefühl habe, dass ich auch von den älteren Titeln viel zu viel verpasst habe, weil während ich eben in meiner Thriller- und Fester-Phase war. Ja, ich habe immer so verschiedene Phasen in meinem Leben irgendwie. Ja, aber so ist das eben. Hier geht es um Vera und Vera hat so einiges durchgemacht in ihrem Leben, was wir so in diesem ganzen Roman erfahren werden. Sie kommt gerade von so einer langen Europareise. Sie war ein Jahr in Europa unterwegs und hat sich da hat da so Jobhopping betrieben. Also sie ist Köchin und sie hat sie hat da sich von Job zu Job gehangelt und in den diversen Küchen gearbeitet, um eben auch ihren Horizont zu erweitern. Und jetzt ist es so, dass ihr Vater eben todsterbenskrank ist, er hat Krebs und ja, und ihr Bruder schafft das natürlich auch alleine alles nicht. Der ist selbstständig mit einem Fahrradladen und sie möchte da ihre Familie unterstützen. Und sie kommt zurück und eröffnet einen Foodtruck. Und da hat sie sich vorgenommen, dass sie ganz tolle Küche, also so Wohlfühlessen, besonders Premium anbietet. Ja, jetzt so, so fast gegenüber befindet sich aber so ein super schickes 5-Sterne-Restaurant, das Lilou. Und das Lilou wird geleitet von einem Star-Koch, der total gefeiert ist. Und der launisch ist, egozentrisch ist, ein Tyrann sein soll. Und ja, dem passt es natürlich überhaupt nicht, dass da schräg gegenüber diese Foodtruck eben eröffnet hat. Und da knallt es gewaltig. Aber wir können uns vorstellen, ja, dass die Funken dann auch irgendwie anders anfangen zu schlagen, zu knistern. Ja. Genau, ja, der andere Protagonist, jetzt muss ich glatt mal wieder überlegen, wie er hieß. Hieß er Killian? Killian Quinn hieß er. Heißt er. Killian ist natürlich total heiß, er ist bärtig, er ist durchtrainiert, er fährt Motorrad und er ist ein begnadeter Koch und super, mega, duper talentiert. Und ja, es ist schon klar, dass ja, auch Vera seinem Charme dann irgendwann mal erliegen wird. Kann man sich ja denken, auch wenn man den Klappentext schon liest. Und ja, ich muss sagen, dass ich von Anfang an in der Geschichte drin war. Also ich habe mir gedacht noch, na, das liest du mal an und dann ist gut. Und ich konnte gar nicht gucken, dann hatte ich 50 Seiten, 100 Seiten und wollte immer weiterlesen. Dann habe ich mir was zu essen gemacht und dabei weitergelesen und irgendwie hatte ich es dann am nächsten Morgen dann durch, weil ich nicht mehr aufhören konnte zu lesen.
Also Rachel Higginson hat einen wahnsinnig flüssigen und guten Schreibstil, der einen wirklich durch die Geschichte fliegen lässt. Und ich muss sagen, ich war total in das Setting verliebt, weil, ja, wer mich kennt, weiß, ich liebe gutes Essen, ich gehe gerne essen und das hat ja auch einen Grund, warum Übergewicht und so. Ich esse einfach unglaublich gern, es ist so. Und ja, deswegen ist auch Diät ist auch so eins meiner Hobbys. Und ich habe, als ich noch viel TV geschaut habe, als wir überhaupt noch einen Fernseher hatten, jetzt haben wir keinen mehr, oder zumindest keinen TV-Anschluss mehr, habe ich wahnsinnig gerne Kochsendungen geschaut und auch so Kochshows und alles, was irgendwie was mit Kochen zu tun hat, ob das die Küchenschlacht war, ob das Rosins Restaurant war, der Restauranttester, also diese ganzen Sendungen rund ums Essen habe ich echt gerne geschaut. Und deswegen war ich hier so ein bisschen in das Setting verliebt, weil ich meine, wir haben hier so ein Foodtruck-Battle mit der Sternenküche und das hat mir einfach wahnsinnig gefallen. Ich habe mich so wohl gefühlt. Ich war total verliebt in das Setting und ja, deswegen hat mir das auch so gut gefallen und es wurde auch wahnsinnig viel übers Essen gesprochen, muss man sagen, auch über gutes Essen, über Gewürze, über Kochtechniken, jetzt ohne so in den Urschleim zu gehen, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, dann hat mir auch dieser Faktor gefallen, dass es eben auch um die Selbstständigkeit ging, dass man halt eigene Firmen gründet und da versucht, so ein sich ein Standbein aufzubauen. Das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Also wie gesagt, ich war total verliebt in diese Rahmenbedingungen und die Charaktere, die fand ich auch klasse. Ich meine, na klar haben wir hier so diese typischen Menschen, also ja, auch die Autorin wollte natürlich Menschen schaffen, die dem Leser sympathisch sind oder die der Leser heiß findet. Ich meine, Vera ist mollig, also sie ist jetzt nicht dick oder so, aber sie ist mollig und darauf wird auch mal eingegangen. Und sie hat wohl auch so ein bisschen Übergewicht. Und ja, ich denke mir, das war eigentlich überhaupt nicht nötig, darauf einzugehen, denn Vera war ihm auch so sympathisch und Vera mit ihrem auch anstrengenden Sturkopf, okay, ja, hätte jetzt nicht sein müssen, das Gewicht zur Debatte zu machen. Aber okay, ich fand es jetzt nicht schlimm und ich fand es unrealistisch, dass Killian absolut durchtrainiert ist, weil er war Leitung oder er ist Leitung einer Sterneküche. Und hat wahnsinnig viel zu tun. Und es wird auch thematisiert, dass die halt, die Köche haben keine Zeit, ne? Und es kam keinmal sein Sport zur Sprache. Auch, vielleicht habe ich es auch überlesen, aber ich kann mich nicht erinnern. Und jeder, der sich schon mal mit Sport beschäftigt hat, weiß, wie hart es ist, einen Sixpack zu kriegen oder sowas. Oder mega durchtrainiert zu sein. Da muss man schon echt viel Sport machen und echt ganz gut auf die Ernährung achten und das fand ich nicht so realistisch. Aber ich habe dennoch dem Buch 5 Sterne gegeben auf Goodreads, weil ich habe sonst keinen Fehler gefunden. Ich bin auch ein bisschen voreingenommen wegen dem Setting. Ich war einfach grundverliebt in die Geschichte. Und jetzt ist es ja eine vierteilige Reihe wird das. Der nächste Band wird im September, Ende September erscheinen und dann geht es im Januar und im Mai weiter und ich freue mich sehr darauf zu lesen, weil ich habe nämlich schon mal in die Leseprobe reingespickt, weil das Ding ist, ich bin so Setting verliebt und ich habe halt gehofft, dass es um andere Charaktere geht in der gleichen Stadt quasi, in New York eben. Und ja, es geht, also wir werden im zweiten Band definitiv über andere Charaktere aus der Geschichte lesen und da freue ich mich echt richtig, richtig sehr drauf. Also verratet mir auch unbedingt mal euer Lieblingssetting. Ich glaube, die Küche ist definitiv mein Lieblingssetting. Mir hat es einfach zu gut gefallen. Ja, auch die Entwicklung, die Charaktere mitgemacht haben, fand ich gut und der Erotikteil, der ist ziemlich kurz gehalten, so nebenbei, so nebensächlich, also es kam fast keine Erotik drin vor und das fand ich auch mal ganz gut, weil mittlerweile habe ich schon zu viele sexy Szenen gelesen, als dass mich die noch begeistern könnten und ja. Genau. Vera hat natürlich eine harte Vergangenheit hinter sich, über die lesen wir auch, aber ich möchte euch auch nicht alles vorwegnehmen. Genau.
kommen wir zum nächsten Buch. Auch das ist ja vom Lux Verlag und da gibt es aber auch schon eine Rezension dazu. Deswegen brauche ich jetzt hier nicht mehr so tief in den Urschleim gehen. Und zwar von Brittany C. Sherry, wenn Donner und Licht sich berühren. Ja, ich meine, die Autorin ist meine absolute Lieblingsautorin diesen Genres, weil wie sie mit Worten umgehen kann, und ich habe jetzt auch so ein bisschen Angst, mir fehlen noch die zwei neuesten, die zwei letzten Bände von der Romance Elements Reihe, also das eine ist glaube ich Wasser, das mit dem Wasser und das mit dem Feuer, die fehlen mir noch zum Lesen, und Deine Worte in meiner Seele / beziehungsweise / Verliebt in Mr. Daniels. Die fehlen mir nämlich auch noch. Und ich habe das Gefühl, sie wird mit jedem Band besser. Und deswegen habe ich jetzt das Gefühl, vielleicht verschlechtere ich mich da. Also, weil es war so gut. Es geht um Jasmine. Und Jasmine ist ein junges, 16-jähriges Mädchen. Sie lebt für die Musik, sie liebt die Musik. Und sie steht unter der grausamen Fuchtel ihrer furchtbaren Mutter, die aus ihr ein Popsternchen machen möchte. Und sie möchte aber Soul singen, sie möchte einfach glücklich sein, ein Teenager sein, in die Schule gehen und Soul singen. Das, was ihr Herz ihr sagt, aber nein, die Mutter sagt, du wirst Popstar, du musst Diät halten und Kalorien zählen. Und obwohl sie eh schon Idealgewicht hat und sie darf keine Freizeit haben und auch das Recht zur Schule gehen zu dürfen anstatt eines Privatlehrers, das musste sie sich hart erkämpfen. Und sie hat zum Glück ihren Stiefpapa, der zu ihr hält, aber ja. Und sie lernt an einer Straßenecke Elliot kennen, beziehungsweise kennenlernt sie ihn erst an der Schule, aber sie hört ihn an einer Straßenecke das allererste Mal Saxophon spielen und ist gleich so verzaubert von ihm. Und er geht ihr nicht mehr aus dem Kopf und sie möchte direkt mit ihm befreundet sein und ihn kennenlernen. An der Schule ist es dann soweit und er ist ein sehr schüchterner Junge und er stottert auch und er leidet furchtbar unter den Hänseleien seiner Mitschüler und muss sehr viel ertragen. Und Jasmine versucht wirklich mit allen Mitteln ihm zu helfen. Und dann nimmt das alles ein sehr einen tragischen Verlauf und ich muss sagen, mehr möchte ich auch an der Geschichte nicht mehr erzählen. Bei der Rezension haben mich einige gefragt, die beiden sind ja jetzt 16 Jahre alt, und ob das so bleibt, weil dann würde es den einen oder anderen nicht so ansprechen, was ich auch verstehen kann. Ich lese auch lieber Geschichten mit Personen, die so in meinem Alter sind. Und ich sage mal so, es gibt ab der Mitte der Geschichte einen Cut. Und mehr möchte ich nicht erzählen. Das müsst ihr wirklich selber lesen, aber sie bleiben nicht so jung. Es gibt einen Cut, die Protagonisten. Und ja, man kann das, glaube ich, auch so ein bisschen vom Klappentext her erschließen, dass sie älter sein werden. Und die Autorin, die kann so unglaublich gut mit Worten umgehen. Mein Herz, das war echt gebrochen, muss ich wirklich sagen. Ich habe so mitgelitten. Das war echt, echt starker Tobak. Ja, lustiger Tobak war mein drittes Lux-Buch. Ich habe echt drei Lux-Bücher hintereinander weggelesen. Und zwar von April Dawson, Up All Night. Und das war mein erstes Buch von ihr. Das andere, das ist ein kleineres Taschenbuch. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Irgendwas mit Sterne? Keine Ahnung. Das suppt auf jeden Fall noch. Und das ist jetzt auch so eine neue Reihe. Ich glaube, es wird eine Dilogie. Steht hier irgendwo hinten drin? Nee, steht nicht. Wann der nächste Teil erscheint, weil das würde mich jetzt direkt mal interessieren. Und mich würde auch interessieren, wie es weitergeht. Ob das ganz neue Protagonisten werden oder ob es im gleichen Setting spielt. Wir befinden uns auch hier in New York. Und hier geht es um Taylor. Ja, Taylor hieß sie. Ich bin immer so stolz, wenn ich mir einen Namen merke. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass mir das Buch sehr gut gefallen hat. Es geht auf jeden Fall um Taylor und um Daniel. Und Taylor hat sehr, sehr viel durchgemacht. Ihr Leben beginnt, droht an einem Tag irgendwie ganz schön zu zerbrechen. Denn Taylor macht auf jeden Fall an einem Tag ganz schön viel durch. Für mich sogar ein bisschen zu viele Zufälle. Sie verliert an einem Tag ihren Job. Erwischt ihren Typen, der eine bekannte YouTube-Persönlichkeit und jetzt eben Musiker ist, mit einer anderen im Bett.
Ihr Auto wird geklaut. Und ja, ich glaube, das reicht erstmal. Und sie trifft rein zufällig am gleichen Tag ihren Jugend- und Schulfreund wieder, den sie 10 Jahre nicht gesehen hat. Und er fragt sie so, also Daniel fragt sie so, hey, wie geht's dir? Und sie bricht weinend zusammen und erzählt ihm alles. Und er sagt, ach komm, weißt du was, ich biete dir ein Zimmer in unserer WG an. Also er wohnt mit seiner Schwester und noch einer gemeinsamen Freundin in einer WG, in einer Traumwohnung, muss man mal dazu sagen. Und ja, sie sagt, nee, ich habe jetzt erstmal von Typen die Schnauze voll. Ich, auch wenn du es bist, ich ziehe jetzt nicht mit dir in eine Wohnung, weil das kann jetzt einfach nicht gut ausgehen. Und er greift so eine Notlüge, weil er unbedingt helfen will und behauptet, er sei schwul. Und sie wundert sich noch und er, ja, er ist schwul und ja. Okay, und so nimmt die Geschichte ihren Lauf. Die Geschichte an sich ist in... Also im Wechsel, also nicht direkt im Wechsel, aber wir haben einige Kapitel, die auch von Daniel quasi erzählt werden, beziehungsweise aus seiner Sicht. Das hat mir sehr gut gefallen. Mir hat auch das Setting gut gefallen. Also ich fand, ja, die Wohnung natürlich grandios. Es war natürlich alles so ein bisschen arg hinkonstruiert, muss ich sagen. Deswegen habe ich hier auch einen Stern abgezogen, weil das waren mir zu viele Zufälle an einem Tag. Und das war alles so glatt. Wie soll ich denn das sagen? Das war alles so... Die eine Mitbewohnerin hat die tollste Wohnung von New York quasi geerbt, mit einer wundervollen Dachterrasse, muss ich mal dazu sagen. Die ist auch noch Landschaftsarchitektin und das macht sie aber nur zum Spaß aus der Freude, nicht weil sie das Geld nötig hat und solche Sachen halt. Das war teilweise schon ein bisschen arg hinkonstruiert, fand ich. Aber alles in allem war das eine super schöne Geschichte. Ich werde sie definitiv weiterlesen. Und ja, ich habe auch dazu schon ein Video gedreht, deswegen brauche ich jetzt hier auch nicht mehr so lange so viel erzählen. Und ja. Dann musste ich natürlich Auris lesen. Ja, das ist ja das neueste Buch von Vincent Cliche. Ja, und Auris ist nach einer Idee von Sebastian Fitzek geschrieben worden. Und jetzt muss ich erstmal sagen, dass mir das am Anfang dieses Marketings sehr sauer aufgestoßen ist, weil ich finde, Vincent Cliche ist ein wahnsinnig guter Thriller-Autor. Er hat mich schon mit der Die Reinheit des Todes-Trilogie so in seinen Bann gezogen und die Melanie von Melanie Liest hat eben auch erzählt, dass es da noch die andere Reihe Böshard und ich habe es mir aufgeschrieben. Da gibt es noch andere Bücher von Vincent Cliche, die eben gut waren und die möchte ich auch noch unbedingt lesen und da habe ich mir so gedacht, ich bin zwar ein Fitzek-Fangirl, aber ein Herr Cliche hat doch den seinen Namen nicht nötig. Ja, muss denn das unbedingt sein? Und ja, es muss, weil es ist tatsächlich so, dass Fitzek sich die ganze Idee so ausgedacht hat. Er hat sich mit Vincent Cliche, die sind wohl befreundet, ausgetauscht. Und Vincent Cliche hat dann eben die Geschichte tatsächlich so niedergeschrieben. Und Fitzek hat dafür das Hörbuch eingesprochen oder, das ist ein Hörspiel oder konstruiert, geschrieben, ich weiß nicht, wie man dazu sagt gerade und deswegen ist das so und das hat wohl auch rechtliche Gründe, dass das eben so draufstehen muss. Das hat mir die Annika erzählt, ich habe mich da auch nicht so genau damit befasst, aber ich kann auf jeden Fall großzügig drüber hinwegsehen, dass Fitzek so fett auf diesem Buch draufsteht. Ja, das Cover finde ich total gut. Ich glaube, das heißt den Titel, also Auris in Tonation. Ich weiß nicht. Also, wisst ihr, was ich meine? Kommen wir zum Inhalt der Geschichte. Und ja, jetzt muss ich mal echt überlegen, ob ich das alles noch so zusammenbekomme, ohne euch zu viel zu verraten. Es geht um Jula. Und Jula hat ein sehr schweres Trauma erlitten. Sie ist nämlich erst auf brutalste Art und Weise vergewaltigt worden. Ein wenig später hat ihr Bruder, den sie über alles geliebt hat, diese Tat gestanden. Angeblich hätte er sie vergewaltigt. Sie konnte ihn nicht sehen, aber sie ist der Meinung, dass es ein großer, fetter, schwerer Mann war. Also das Gegenteil von ihrem Bruder. Und er hat es aber gestanden bei der Polizei.
Man hat ihr auch nicht geglaubt. Und ja, er hat es gestanden und hat sich daraufhin erhängt und das Leben genommen. Und sie glaubt bis heute an seine Unschuld und sie hat auch dieses Trauma der Vergewaltigung nie verwunden. Jetzt hat sie einen Job beim Radio und ja, der ist ganz okay. Und sie hat aber auch noch privat einen Podcast über so True Crime, einen True Crime Podcast, wo sie eben auch ermittelt, wo die Fälle nicht so ganz passen und wo Menschen unschuldig ins Gefängnis gekommen sind und so weiter und so fort. Und so stößt sie eben auch, sie macht das auch nicht alles so ganz legal und sie hat da so ganz special Informanten und ja. Da stößt sie auf den Fall von Matthias Hegel, heißt er, und er ist ein Auris. Das ist lateinisch für das Ohr und es bedeutet, dass er anhand der Stimmlage ein Profil über jemanden erstellen kann. Und er hat da ein wahnsinniges Talent dafür. Er hört so viele Dinge raus und ja, also man muss da auch so, er ist auf jeden Fall super berühmt. Und weil er eben mit der Polizei zusammenarbeitet und eben so Profile über Serienkiller erstellt und so auch schon sehr, sehr viele Verbrecher überführt hat, wo die Beweise auch einfach eigentlich nicht ausgereicht hätten. Ja, eines Tages gesteht er aber einen Mord, der ziemlich gewalttätig war, mit lauter Messerstechereien. Er gesteht diesen Mord eben und ja, er weiß auch Informationen, die nur der Täter wissen kann. Und er buchtet lebenslänglich ein. Jula hört von dieser Geschichte Jahre später und sie glaubt kein Wort. Also sie ist der Meinung, wie kann das sein, das passt alles nicht so zusammen. Und nee, sie glaubt nicht und sie will mit ihm in Kontakt treten, worauf er eigentlich, also er hat da gar kein Interesse dran. Und ja, aber sie sagt sich, nee, das kann einfach nicht passen und warum sträubt er sich so und warum sträubt er sich auch so an die Öffentlichkeit zu gehen und warum dieses Geständnis, da muss mehr im Busch sein. Und mehr kann man auch nicht erzählen über diese Geschichte, weil dann würde ich spoilern und wollen wir ja nicht. Ja, der Schreibstil ist wieder grandios. Also ich bin wieder durch die Seiten geflogen, muss ich wirklich sagen. Also Vincent Cliche hat so einen guten Schreibstil. Er hat mich so in den Sog gezogen und es erinnert auch an Fitzek auf jeden Fall. Auch diese kurzen Kapitel, also es sind ganz kurze, knackige Kapitel, ja, die einen wirklich das Buch wegsuchten lassen. Hat mir richtig gut gefallen. Ich habe das auf der Zugfahrt, auf der Heimfahrt gelesen, in kürzester Zeit. Wir hatten ja das Buchfreunde-Treffen in Köln. Und ja, ich habe das ganz schnell gelesen. Und ja, ich möchte auf jeden Fall auch wissen, wie es hier weitergeht mit dieser Geschichte. Also es ist jetzt nicht direkt so ein Mega-Cliffhanger am Ende. Ich werde natürlich nicht drauf eingehen, aber wir wissen definitiv, die Geschichte wird weitergehen und ich muss wissen, wie es weitergeht. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich ein Jahr warten, bis es weitergeht, nehme ich mal an. Ich habe mir vorgenommen, dass wenn der nächste Band draußen ist, da habe ich mich schon mit Melanie so abgesprochen, die kam nämlich auf die Idee, dann nochmal das Hörspiel mir bei Audible runterzuladen. Und mir das Hörspiel nochmal so zum Reread quasi aber anzuhören, weil das Hörspiel so ein bisschen anders wie das Buch sein soll. Ich bin natürlich neugierig und ich weiß natürlich, dass man in einem Jahr wahrscheinlich nicht mehr den hundertprozentig direkten Vergleich hat. Mal gucken, wie es wird, weil ja, ich habe schon Bock drauf, aber jetzt direkt nochmal das Hörspiel zu hören, habe ich auch keine Lust. Also ich würde halt gerne wissen, was denn da so für Unterschiede sind. Ja. Römer hat hier auf jeden Fall wieder einen richtig guten Titel rausgehauen und ich möchte mich auch hier nochmal für das Rezensionsexemplar bedanken. Ich habe das nämlich zur Verfügung gestellt bekommen und ich habe mich so gefreut. Ich bin so ein Fangirl von Fitzek ja sowieso und Vincent Cliche. Also ich hätte es auch so unbedingt lesen wollen und ich finde, ja, ich fand es einfach gut. Ich fand es einfach gut. Ende. Hat mir echt gefallen. Ja, dann habe ich noch ein Buch gelesen. Da bin ich schon auf der Buchmesse drum herum geschlichen. Und zwar
Niemals Welt von Marisha Pessl. Und ja, ich will es schon wieder anfassen. Ne? Ich habe das schon auf der Buchmesse dauernd in der Hand gehabt. Das ist so ein Carlsen-Titel, es ist ein Jugendbuch, es ist so ein Jugend-Thriller mit Mystery-Elementen. Ja, ich wusste nämlich überhaupt nicht, was ich davon halten soll, als ich den Klappentext las. Und die liebe Annika hat mir das dann empfohlen. Die hat gesagt, das musst du lesen. Es hat mir gefallen und die liest hauptsächlich Thriller halt. Und ja, gib mal Thrill Junkie auf Facebook ein. Super Blog. Und ja, nachdem sie mich dann so heiß drauf gemacht hat, habe ich mir gedacht, okay, jetzt holst du es dir. Und habe das dann auch direkt angefangen zu lesen und hatte es dann auch relativ schnell durch, weil man nicht mehr aufhören konnte. Dennoch ist man nicht so über die Seiten geflogen. Kommen wir zum Inhalt der Geschichte. Hier geht es um Bee. Und Bee hat, also, Schlimmes erlebt. Sie hat nämlich ihre Jugendliebe und ihren Freund bei einem schrecklichen Unfall verloren. Angeblich war es Selbstmord. Man weiß nicht so genau, was passiert ist. Sie glaubt auch nicht so recht dran. Aber das hat ja so ziemlich den Boden unter den Füßen weggerissen. Und seitdem hatte sie auch keinen Kontakt mehr zu ihrer damaligen Clique eben. Und 5 Jahre später steht diese eben vor ihrer Tür und lädt sie eben ein zu so einem Treffen. Und ja, ich glaube, sie sind zu fünft. Ja, ich glaube, es waren 2 Mädels und 2 Jungs, wenn mich nicht alles irrt. Ich habe immer so ein schlechtes Namensgedächtnis, das ist aber auch nicht wichtig. Und die Gruppe hat einen Autounfall. Und sie denken, ist alles nochmal gut gegangen, nichts passiert. Nee, sie haben beinahe einen Autounfall und nichts passiert. Da ist uns aber der Schreck in die Knochen gefahren. Und eigentlich ist aber schon etwas passiert, denn dieser Autounfall hat tatsächlich stattgefunden. Und sie werden in die Niemalswelt katapultiert. Das ist eine Zeitschleife, wo sie diese 11 Stunden immer und immer wieder durchleben. Und sie werden diese Zeitschleife, es besucht sie nämlich einen Wächter, der ihnen diese Gesamtsituation erklärt, sie werden diese Zeitschleife nicht mehr verlassen, bis sie sich entschieden haben, dass einer von ihnen überleben wird. Ja, und solange sie sich nicht entscheiden können und abstimmen können, wer das sein wird, so lange wird sich diese Zeitschleife immer und immer wieder wiederholen. Und ja, was dann diese Menschen daraus machen und wie sie das durchleben und was die Niemalswelt so genau ist und ob sie die bezwingen können und wer überleben wird, das müsst ihr dann selber lesen. Ich fand auf jeden Fall, war das so spannend und interessant und neugierig hat es mich gemacht. Und die Autorin, also die Geschichte wäre vielleicht gar nicht so toll geworden, wenn die Autorin nicht auch so unglaublich gut mit Worten hätte umgehen können. Es gab so viele Assoziationen und Metaphern und das hat mir so gut gefallen. Es war so ein schöner Schreibstil. Und deswegen konnte man auch gar nicht so über die Seiten fliegen, wie ich es normalerweise bei Jugendbüchern gewohnt bin. Ich war natürlich trotzdem schnell mit dem Buch durch, keine Frage. Aber es war jetzt nicht so, dass ich das so in einem Rutsch mal eben hier einhinderlieren konnte. Nein, man musste sich da auch wirklich Gedanken machen. Und ich fand auch Bee, die Hauptprotagonistin, so gelungen. Und ich fand die Geschichte gelungen und mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Und ich bin auch hier sehr, sehr, sehr dankbar für den Buchtipp. Und da hat sich der Akku gemeldet. Aber ein paar Titel habe ich noch, die ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar habe ich gelesen auch noch Schwanenfeuer, der Fluch der 6 Prinzessinnen aus dem Sternensand Verlag von Regina Meisner. Und das habe ich mir ja auf der Buchmesse mitgenommen. Und ich bin um dieses Buch schon eine ganze Weile herumgeschlichen, weil das wird ziemlich gehypt momentan in diversen Buchgruppen. Auf YouTube ist es mir jetzt noch nicht so oft untergekommen, aber ja, es geht. Auf jeden Fall ist das so eine Märchenadaption und nachdem ich vom Drachenmond Verlag schon nicht so begeistert bin, obwohl die Cover halt so schön sind, das ist mal wieder so ein typisches, ja, ich mag das Buch, ich will das Buch unbedingt mögen, weil die Optik so toll ist und deswegen habe ich so ein bisschen Bedenken gehabt, ob das sich mit dem Sternensand Verlag auch so verhält, wobei ich die Grimm-Chroniken sehr, sehr feiere und da bin ich gerade beim 13. Band.
Und ich wollte auf jeden Fall mal wieder was richtig Schönes, Märchenhaftes haben. Und das habe ich auch hier bekommen. Hier geht es nämlich um Estelle. Also grundsätzlich geht es um die 6 Prinzessinnen. Und die sind alle verflucht. Man weiß nicht so genau, was mit den ganzen Prinzessinnen so passiert ist. Und Estelle ist, soweit ich weiß, die jüngste. Und auch so ein bisschen die vernünftigste. Und sie hat auf jeden Fall den Schwanenfluch. Das heißt, sie ist in der Nacht ein Mensch und am Tag ein Schwan. Und ja, sie muss wohl ein Rätsel lösen, um diesen Fluch zu brechen und eben auch ihren Schwestern helfen zu können, mit denen sie sogar gedanklich kommunizieren kann. Und sie trifft auf Aiden. Aiden ist ein Jäger und er soll eigentlich für den König einen großen Vogel schießen. Und dabei verletzt er rein zufällig natürlich Estelle. Und so finden die beiden zusammen. Und er hilft ihr dann eben oder möchte ihr helfen, das Rätsel zu lösen. Und natürlich zieht es dann auch noch weitere Kreise. Und ich muss sagen, ja, hat mir richtig gut gefallen. Die Sprache, also man kommt richtig schnell durch die Geschichte, finde ich. Ich habe das sehr, sehr schnell gelesen. Es ist auch, das Sternensand hat auch so eine angenehme Formatierung. Also der hat so ziemlich große Zeilenabstände und so liest man das auch recht schnell. Und natürlich über die Gestaltung brauchen wir nicht reden. Das ist Sternensand wie Drachenmond. Alles dasselbe, schauen richtig gut aus und ja, ich muss sagen, mir hat auch die Geschichte richtig gut gefallen. Ich war da richtig drin, ich war verzaubert. Also wenn man wirklich eine schöne Märchenadaption lesen möchte und dieses Märchenflair haben möchte, das mir so gut gefällt, dann ist man hier an der richtigen Adresse und ich habe mir dann auch gleich Band 2, 3 und 4 bestellt und es wird wohl auch noch einen 5. geben. Und natürlich ein Cover schöner als das andere. Und ja, tolle, tolle, tolle Märchenadaption. Und es wird wohl auch in jedem Buch um ein anderes Märchen gehen, soweit ich weiß. Aber ich lese mir dann immer nur den Klappentext vom nächsten Buch durch, damit ich mir halt auch nichts vorwegnehme. Also ja, deswegen habe ich da noch nicht raufgeschaut. Genau. Dann habe ich noch ein Buch gelesen, wozu es schon ein extra Video gibt. Und zwar Schuldig von Kanae Minato. Das wollte ich ja unbedingt lesen, nachdem ich Geständnisse so umgehauen hat. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich das zu Rezensionszwecken bekommen habe. Weil in dem Fall, ich war ganz schön enttäuscht. Also wenn man einen Roman über Japan lesen möchte, über das Kaffeekochen in Japan und die japanischen Gepflogenheiten und wie es in dem Land sich so verhält und wie die Mentalität so ist, dann ist man hier gut bedient. Jetzt habe ich aber nach Geständnisse etwas völlig anderes erwartet und habe gehofft, dass ich so einen richtigen Page-Turner bekomme. Oder nicht unbedingt Page-Turner, aber so eine Geschichte, die Thrill hat und wo Abgründe der Menschheit so auf einen einprasseln, so wie es eben in dem Geständnisse war. Und ja, das habe ich halt hier leider gar nicht bekommen. Es war halt tatsächlich das, was draufsteht. Also einfach nur ein stinknormaler Roman, in dem es um Japan geht. Ja, die Grundgeschichte ist eigentlich ganz einfach erzählt. Wir haben 4 Freunde, die machen einen Ausflug, so einen Wochenendausflug. Und dabei kommt einer der Freunde ums Leben. Und die 4 Freunde oder die Freunde versuchen nach der Geschichte ihr Leben irgendwie weiterzuleben, aber sie bekommen so Schmähbriefe, nicht mal sie selber, sondern Personen aus dem Umfeld, wo es auch richtig weh tut. Also hier in unserem Fall, wie heißt der? Sind übrigens 5 Freunde und 4 Freunde sind dann halt noch übrig, ne? Fuku, ich merke mir immer die Namen. Fukases neue Freundin bekommt eben so einen Brief und da steht dann halt drin, du bist ein Mörder. Und ja, so rollen sie halt dann die Geschichte wieder auf und erinnern sich, was damals wirklich geschah und solche Sachen. Wir haben ganz am Ende schon so eine Wendung und ja, aber eigentlich war die Geschichte jetzt natürlich schon dramatisch, aber jetzt nicht so dramatisch und jetzt nicht so unvorhersehbar. Also ich meine, es war schon eine Tragödie, aber es konnte mich jetzt nicht so erreichen. Ich war leider ziemlich enttäuscht. Ja, so ist das.
man kann eben nicht nur gute Bücher lesen. Und dann habe ich endlich den letzten Fitzek gelesen, den ich noch auf dem Sub hatte. Und dann habe ich alle von ihm gelesen, die es so gibt auf dem Markt, außer wenn Fische auf Bäume klettern. Und da bin ich auch noch am Überlegen, ob ich es lese. Da ist ja mehr so ein Familienratgeber, glaube ich, ne? Aber ich bin am Überlegen, weil Fitzek und so, ne? Ja, ich mag Fitzek einfach. Aber ich muss sagen, der Thriller hat mich jetzt nicht so erreichen können. Das war das, also auf jeden Fall, es geht um das Joshua-Profil. Habe ich auch schon lange auf dem Soap. Und hier geht es um Max Rode. Und Max Rode ist so ein erfolgloser Schriftsteller. Oder mehr oder minder, er hat so ein One-Hit-Wonder geschrieben, die Blutschule, was so ein Horrorbuch ist, was wir natürlich auch, das finde ich cool, also die Blutschule können wir auch als Buch lesen, also ich habe das auch schon gelesen, ist halt mehr so ein Horrorbuch, ne? Also jetzt nicht so im Fester-Stil, aber fand ich echt eigentlich ganz gut und mal was anderes aus seiner Feder. Und ja, dieser Max Rode, wie war denn das so? Der hat einen Bruder, Cosmo, und der ist in Sicherheitsverwahrung, weil er ein Kinderschänder ist. Ganz schlimm. Und der kommt da irgendwie raus oder hat Ausgang. Und ja, Max fühlt sich dabei nicht wohl, vor allem als er gerade Ausgang hat, als seine Tochter entführt wird. Und man sagt irgendwie, also er selber ist in einem Autounfall verwickelt. Und wacht im Krankenhaus wieder auf und seine Adoptivtochter oder seine Pflegetochter ist es, die ist entführt worden. Und man erzählt aber Max Rode, dass wohl er das Verbrechen begehen soll. Und er hat es aber noch gar nicht getan. Und ja, ist alles ein bisschen mysteriös. Und ich glaube, ich habe die Zusammenfassung jetzt auch gar nicht mal so gut hinbekommen. Und ja, es sind relativ kurze Kapitel und eigentlich kommt man auch schnell durch die Geschichte und Fitzek hat einen super Schreibstil, aber irgendwie, ich kann euch nicht mal sagen, was mich gestört hat. Ich habe wahnsinnig lange an dem Buch gelesen, weil ich auch immer so 50 Seiten gelesen habe und dann habe ich zu einem anderen Buch gegriffen. Und natürlich, das mache ich öfter, weil ich lese ja viele Bücher parallel. Was heißt viele? Ich lese immer so 2, 3 Bücher, lese ich immer parallel. Und ja, aber bei Fitzek ist mir das noch nie passiert. Also normalerweise suchte ich einen Fitzek durch und dann, also lasse ich alles stehen und liegen, nur um eben den Thriller zu lesen. Und das war hier nicht der Fall. Er war schon solide, aber irgendwas hat mich gestört und ich kann es euch einfach nicht benennen. Es tut mir leid, ja. Genau, aber irgendwie bin ich jetzt auch froh, jetzt habe ich, ja, viele sagen immer, ich bin immer froh, wenn ich noch ein Buch von meinem Lieblingsautor auf dem Sub habe. Nein, ich bin tatsächlich froh, dass ich jetzt alles gelesen habe und ich da so up to date bin. Ich fühle mich dann immer so leicht und frei, wenn ich eben nichts mehr von meinen Lieblingsautoren zu lesen habe, weil ich mir dann denke, ja, ich bin aktuell und kann mich dann auf andere Autoren umso mehr konzentrieren. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn für euch macht. Ja, schreibt mir mal in den Kommentaren unbedingt euer Lieblingssetting, das interessiert mich. Und natürlich eure Meinung, wenn ihr irgendwas von den gelesenen Büchern schon inhaliert habt. Und ansonsten, wenn euch mein erster Büchermonat für den Monat Mai gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert mich fleißig und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!